Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog rund um die Biennale Sindelfingen. Nachdem ich gestern gefühlte 100 Mal verzweifelt versucht habe, direkt vor der Gedächtniskirche eine vernünftige Anmoderation aufzunehmen und dabei alle Daten verwechselt habe, gibt es nun die Anmoderation im Nachhinein aus meinem Studio. Ich war also gestern in Stuttgart, genauer gesagt in der Gedächtniskirche, bei einem Konzert der Hanke Brothers und habe mich im Vorfeld mit den vier Jungs über ihr Engagement während der Biennale 2017 unterhalten. Dort werden die vier Brüder nämlich ein sogenanntes Late-Night-Konzert geben, genauer gesagt am 21.07. um 23 Uhr im Propsteigarten neben der Martinskirche. Und jetzt viel Spaß bei diesem Vlog. Heute dasselbe Programm wie bei der Biennale oder wird das was anderes sein? Die Biennale bekommt natürlich ihr ganz eigenes Programm. Es gibt vor allem einige Überraschungen. Wir wissen selber noch nicht genau welche, da die Stücke noch nicht fertig geschrieben sind. Und deswegen, es wird so einige Appetizer geben, die dann auch im September in der Stadthalle von uns uraufgeführt werden in voller Länge. Ich habe ja auch gelesen, dass einige Kompositionen extra für euch vier gemacht worden sind. Von wem kommen die Kompositionen? Also die eine kommt erfreulicherweise von mir. Dann haben wir von Juri De Marco eine Komposition schon bekommen. Dann wird eine von Stefan Böhme folgen. Und also darauf freuen wir uns schon besonders, von Alexei Gudesmann dann die längste und größte Komposition. Das heißt, es wird Uraufführungen tatsächlich geben, ja, dann? Genau, bei der Biennale werden wir aus diesen Stücken Auszüge schon vorprämieren. so gesehen Late Night Special. Genau, und es ist etwas ganz Tolles, weil die Komponisten schreiben extra für uns vier, für unsere vier Instrumente, für diese Besetzung. Und das ist bisher weltweit einzigartig. Genau, das Ganze wird dann am 17. September in der Stadthalle im gesamten uraufgeführt. Was habt ihr denn für Erinnerungen an das Konzert 2015? Es war kalt. Es war echt sehr kalt. Da gab es so einen Wettereinsturz und gleichzeitig war es stürmisch, aber das hat auch so einen besonderen Flair gegeben. Also die Atmosphäre war einfach genial. Ja. Diese Stimmung nachts dort um 11 sich hinzustellen und jeder, der kommt, der will auch wirklich um diese Uhrzeit da sein, weil einfach so spontan kommt man da jetzt nicht zufällig vorbei. Vor allem bei der Kälte. Und dann haben sich alle zusammengekuschelt, hat es nochmal alles enger gemacht und es war schön, einfach von der Atmosphäre. Total, also es soll es öfters geben. Ja. Wie kommt es überhaupt dazu, dass vier Brüder alle so musikalisch werden? Ich meine, das lässt sich wahrscheinlich schwer erklären, aber da könnt ihr mal was dazu sagen. Und vor allem dann auch wirklich Bock haben, so eng zusammenzuarbeiten, zusammenzuspielen. Wie ist das zustande gekommen? Ich meine, wir haben eine gute Grundlage von den Eltern mitbekommen. Und ich glaube, ganz viel hat sich daraus entwickelt, dass wir nie mussten. Dass wir einfach dann selber jetzt gesagt haben, wir haben Bock, wir wollen das machen. Und es nicht hieß, hey, jetzt stellt euch da hin, macht es, jetzt
geh da hin und üb jetzt. Du musst jetzt 5 Stunden üben, so ein Zwang war nicht da, weil das müsste von uns kommen und dann ist auch eine eigene Überzeugung da, auch selber Musik zu machen und Musiker zu sein. Und es macht einfach viel mehr Spaß, auch zu viert, auch, weil wir auch von klein aus schon Musik gemacht haben, zusammen auch. Deswegen macht es jetzt so Spaß. Ich meine, wir haben die perfekten Beispiele. Blockflöte muss man sich selber entscheiden, das ist jetzt nicht ein Allerweltsinstrument. Nee. Tuba will man auch, ja. Entweder man will spielen oder man lässt's. Ja. Gut, Klavier, das Klavier ist auch nicht leichter mit der Konkurrenz. Das muss man auch mögen. Genau. Und Bratsche, gut, dasselbe. Also die Biennale 2015 war schon so der Grundstein für uns Hanke Brothers und klar, es ärgert mich schon, dass ich nicht dabei war, weil wenn es der Grundstein für uns Brüder war, dann hat es eigentlich schon was zu heißen, dass ich da dabei bin. Aber so ist es jetzt nicht gekommen. Du warst ja auch musikalisch weg. Ja, genau. Hat wieder die Musik reingespielt. Genau. Und ja, und jetzt 2017 geht's wieder, also wird der zweite Grundstein gelegt quasi. Genau. Ja. Für die nächste Zeit. Genau. Ja. Erst mal alleine.